Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Noise vom Piledeck. Wir befinden uns hier im Schiffslabor der Symbiosegruppe vom Max-Planck-Institut. Und mit mir hier ist mein neuer Freund Flip, eine Grille von den Azoren, die hier an Bord aufgetaucht ist und die nächsten Wochen hier mein Freund sein wird. So, und heute würde ich euch gerne was erzählen, wie wir Forscher unsere Geräte, mit denen wir die Tiefsee erforschen, nach unten bringen und auch wieder nach oben bekommen. Viel Spaß! So, das ist der sogenannte Aufzug. Der funktioniert ganz einfach. Wir haben eine Platte, auf der die Mitarbeiter hier stehen. Auf die können wir Geräte schrauben und die können dann nach unten in die Tiefsee absinken und über Schwimmkörper, die ihr da oben seht in Gelb, auch wieder nach oben aufsteigen. Hier sehen wir einen ersten Test von dem Aufzug. Das hat wunderbar funktioniert. Er wird abgesenkt über den schiffseigenen Kran, wird wieder nach oben gezogen und das alles hat wunderbar geklappt und somit können wir beim nächsten Mal ihn mit allen Geräten, die wir nach unten bringen wollen, vollladen und dann auch wieder nach oben bringen über die Schwimmkörper. Hier sehen wir ein Beispiel für die Geräte, die wir nach unten bringen wollen. Das sind Boxen, wo wir Muscheln aus der Tiefsee reinfüllen werden. Hier sehen wir Mitarbeiter, die daran noch arbeiten. Und mittlerweile sind die Körbe aber fertig, sodass wir uns auch mal eine Pause gönnen können und hier unser auch wichtiges Arbeitsgerät sehen, die Espressomaschine. So, die fertigen Körbe wurden dann auf den Aufzug geschnallt und können somit beim nächsten Mal mit nach unten gehen und eingesetzt werden. Beim nächsten Mal würde ich euch gerne das andere Haupteinsatzgerät zeigen, das ist nämlich der Tauchroboter. Und somit verabschiede ich mich mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Neues vom Piledeck.